Ich muss da draußen mal ein Geheimnis mit euch teilen, denn ich habe ja so einen kleinen YouTube-Kanal mit dem Schwerpunkt Heimkino. Ich habe ja letztes Jahr für mich auch die Solarspeicher hier ein bisschen für mich entdeckt. Dieses Jahr steht ja der Maxi-Charge absolut im Zentrum meiner Berichterstattung, was dieses Thema betrifft, weil ich ja immer das Ziel verfolge, am liebsten irgendwie mit dem eigenen Strom aus dem Garten so das Heimkino und das Haus zu betreiben. Und gerade wenn man im Heimkino sitzt und einen Film guckt und das Ganze mit seinem eigen geernteten Strom machen darf, dann macht das schon verdammt viel Spaß. In diesem Zuge bekomme ich doch immer wieder von diversen Firmen so die Anfrage: Hast du nicht Lust, unsere Produkte vorzustellen? Oder möchtest du unsere Produkte nicht einfach mal testen? Dann sage ich für gewöhnlich ja, sehr gerne, schick mir das bitte zu, ich mache dann Video zu. Dann kommt in der Regel die Antwort: Nee, ganz so machen wir das nicht. Wir schicken dir das gerne zu, aber du musst so tun, als wenn du das gekauft hast, als wenn du das toll findest und geil, diese Sachen. Und das ist so super unseriös. Und dann sage ich jedes Mal: Leute, wenn ihr eine Werbung haben wollt, ich deklariere das auch gerne als Werbung und präsentiere eure Sachen. Ist gar kein Problem, aber dann ist es halt eine Werbung, die als Werbung deklariert wird. Und in diesem Zuge sagen dann die Firmen: Ach nee, hat sich irgendwie erledigt, oder melden sich einfach nicht mehr. Oder irgendwelche, meistens machen das ja Agenturen. Ich will die Hersteller da gar nicht unter einen Scheffel stellen. Meistens sind das irgendwelche Agenturen, die auf so unseriöse Art und Weise irgendwie versuchen, Aufmerksamkeit zu erhaschen und irgendwelche positiven Berichte rauszukriegen. Und ich habe vom inneren Auge schon immer abgeschrieben, weil ich habe allein im Jahre 2023, ich glaube, es waren jetzt 8 oder 9 Anfragen gewesen, so in dieser Richtung, wenn es um Solar, Speicher, Kram, irgendwelche Sachen geht. Und jedes Mal sage ich wieder, ich teste das gerne durch, ich sage meine Meinung und fertig ist das Ganze. Und probiere das natürlich gerne mal für mich aus. Und ich vertrete ja immer noch den Standpunkt, dass wenn eine Firma seriös von ihrem Produkt überzeugt ist, dann dürfte sie damit gar kein Problem haben. Die erste Firma, die kein Problem damit hat, die Allpowers, die sind auf Amazon sehr prominent vertreten mit ihren Produkten, haben auch tatsächlich viele gute Kundenbewertungen da draußen und haben aber auch diesen klitzekleinen Nachteil in den Kundenbewertungen. Ich habe mir die ein oder andere mal durchgelesen und so einen gewissen Trend da drin erkannt. Denn die Kundenbewertungen sagen entweder: Boah, das Ding ist super geil, oder: Das Ding ist der letzte Schrott. Und die guten Bewertungen sind alle gekauft. Und jetzt bin ich doch gespannt, wo ich doch einfach mal sagen darf, was Phase ist, zu welchem Ergebnis ich mit diesem Produkt komme. Und ich sage an dieser Stelle, heute, wo ich diesen Part hier aufnehme, haben wir den 2. Januar 2024. Kurz vor Silvester habe ich hier die mobilen Module bekommen und habe gedacht: Verdammt, die schicken mir ja wirklich was zu, hätte ich gar nicht mit gerechnet. Weil das Spielchen, dass einer was schicken will, das kenne ich ja schon, aber sobald man sagt, ich stelle das vor, wie ich das für richtig halte, dann sind die meisten schon wieder raus, weil sie Angst haben, sie können es nicht steuern. Und in dem Zuge kann ich euch sagen, ich werde dieses Produkt durchtesten. Ich habe die negativen Kundenbewertungen mit Leistung von den Solarmodulen, mit Speicherkapazität, er fällt sofort aus, er taugt nicht, er geht sofort kaputt und all diesen Tralala-Kram habe ich im Hinterkopf. Ich habe es gelesen. Ich werde die Powerstation Allpowers mit 2000 Kilowattstunden Kapazität jetzt in Ruhe einmal durchtesten und mal schauen, ja, welche Kundenbewertungen denn am Ende des Tages der Realität entsprechen. In zwei Paketen erreicht mich einmal die beiden 100 Watt Solarmodule, die mobilen, die übrigens schwerer sind als erwartet, aber mehr dazu später. Und in einer zweiten Lieferung, wie gesagt, zwei Lieferungen, kamen dann die Powerstation. Was mir direkt bei den Modulen mal aufgefallen ist, abseits von dem recht hohen Gewicht, kommen die schon mit so Klettfüßchen auf der Rückseite, die man hier so abklappen kann. Und damit kann man das Modul tatsächlich auch schon mal so hinstellen und hat es fertig mit Füßchen dann dabei stehen. Ist natürlich mobil, wackelig hoch 10 und hat auch nur 100 Watt. Und ich habe jetzt bei Amazon geguckt, diese Module kosten aktuell so 125 Euro rum. Und mit Blick auf meine Trina-Module mit 435 Watt Peakleistung, die ich bei mir am Haus verbaut habe, die bekommt ihr so zwischen, ja, 70 und 90 Euro, so im Worst Case, Fall teurer sind die ja gar nicht mehr. Womit man sagen muss, die Mobilität wird hier echt relativ teuer eingekauft. Wobei ich dazu sagen muss, mit Blick auf den Preis, diese mobilen Module sind einfach sauteuer, ist mir mal so aufgefallen. Also da muss sich vielleicht jeder erstmal schon vorweg sein eigenes Bild machen, was einem so ein halbwegs mobiles Modul wert ist, weil 125 Euro für 100 Watt Peakleistung im Vergleich zu, ich meine, ihr kriegt ja fast zwei vollwertige Module mit 400 Watt für, ne? Muss man auch mal ganz klar einmal festhalten. Aber kommen wir einmal zur Powerstation.
Und das ist schon mal, wenn ein Hersteller mutig ist. Ihr seht es gleich als allererstes. Was uns erwartet, ist so eine schöne Abdeckung mit der Garantie für das Ganze. Das heißt, dieser Hersteller weiß entweder, er hat hier Mist produziert oder er ist sehr davon überzeugt, dass es vernünftige Ware ist. Da mir das hier ohne jeden Maulkorb zugeschickt wurde und ich das testen darf, gehe ich davon aus, dieser Hersteller ist von seiner Qualität überzeugt. Und ich werde mir jetzt alle Zeit der Welt nehmen, das auf Herz und Nieren zu prüfen, und ihr werdet ja sehen, wann dieses Video online geht. Und ihr werdet merken, da werden ein paar Tage zwischenliegen, so dass ich sagen kann, okay, ob das Ding 4 Wochen hält oder nicht, das werde ich wohl am Ende des Tages beantworten können. Die Verpackung gefällt mir wiederum richtig gut. Richtig schön mit Schaumstoff. Jetzt haben wir hier noch 2 Taschen drin. Da sind Anschlusskabel drin. So, als allererstes haben wir hier einen ganz normalen Kaltgerät-Netzstecker, wie man ihn so kennt. Von so ziemlich jedem anderen Gerät, hier HiFi-Bereich oder was auch immer. Und dann haben wir nochmal einen, ja, ich nenne es mal Spezialstecker. Ich kenne diesen Stecker jetzt gar nicht, vom Zigarettenanzünder. Also sprich, um mit dem Autoanschluss oder Zigarettenanzünderanschluss halt die Powerstation laden zu können. Und die andere Tasche ist... okay, eine Transporttasche für die Powerstation. Das wiederum ist ganz cool. Also wenn man damit wirklich mobil sein möchte, Camping und Co., dann ist so eine Tasche für drumherum sicherlich nicht das Verkehrteste, denn am Ende des Tages kommt ja doch immer mal ein Tropfen Wasser irgendwo hin. Oder es ist auch mal ein Schutz gegen Vermackelung etc. Und nun haben wir hier schon das Herzstück, die Powerstation. Angenommen, meine Waage belügt mich nicht an dieser Stelle, darf ich sagen, dass ein mobiles Modul 3,8 Kilogramm auf die Waage bringt, wohingegen die Powerstation auf 14,6 Kilogramm kommt. Und für alle, die bei ihren Campingausflügen, für die, wo es Mobilität jetzt das Entscheidende ist, die das mit dem Campingurlaub nehmen wollen, habe ich mir sagen lassen, dass diese 3,5 Tonnen, die man ja Gesamtgewicht bewegen darf, dazu führen, dass man vor seinem Urlaub alles durchwiegt. Und dafür sei gesagt, 3,8 und 14,6 Kilo, die ihr hier einplanen müsst, wenn ihr das Gewicht mit einpackt. In der Praxis habe ich jetzt mit der Allpowers Powerstation versucht, viel Unsinn zu machen. Beispielsweise mal so einen Kompressor zu betreiben. Und ich habe übrigens auch mit jedem Gerät echt mal so alle Steckdosen durchprobiert irgendwie. Also das funktioniert auch durch jede Steckdose. Und das Schöne am Ganzen ist, man bekommt jetzt hier mal so ein Gefühl dafür, so ein Kompressor, was nimmt der? Zack, 500 Watt nimmt der rund an Strom, beziehungsweise knapp 600. Und ihr seht es beim Allpowers, er braucht immer so ein paar Sekunden, um anzuzeigen, was da an Strom passiert. Und das habe ich jetzt hier mit als Projekt gemacht, mal so eine Druckluftpistole, um hier diese Leiste oben wieder in den Fenstern festzutackern, denn ich habe meine Jalousienbänder ausgetauscht, weil die alten sehr siffig waren. Was macht ein guter Handwerker? Richtig sauber, wenn er mit der Arbeit fertig ist. Und in diesem Zuge habe ich es mir natürlich nicht nehmen lassen, hier einmal ja, sauber zu machen tatsächlich. Und auch ein Staubsauger, ihr seht das, 1200 Watt, so 1300, so in der Spitze gar kein Problem. So, nächste Baustelle, Mikrowelle in der Küche. 950 Watt kann die maximale Leistung wiedergeben und das habe ich auch als allererstes einmal ausprobiert. Wenn man denn auf die Idee kommt, Sicherheitseinstellungen, Tür auf und zu machen, das ist immer so die Sekunde, die ich bei dem Gerät echt eigenartig finde. Aber gut, schnell gelöst. Und in diesem Zuge stellen wir fest, dass die Mikrowelle mit 950 Watt Leistung tatsächlich über 1000 zieht und sehr schnell auch auf 1700 Watt knapp springt. Hätte ich gar nicht mal so erwartet. Und in diesem Zuge wollte ich es auch gleich mal ganz genau wissen und habe auch die 750 Watt ausprobiert und stelle fest, dass der Stromverbrauch ja irgendwie der gleiche zu bleiben scheint. Also ist mal interessant, dass in der Mikrowelle die Watteinstellungen keinen großen Unterschied machen. Nächste Baustelle, Thermomix. Pizzateig habe ich hier gemacht. Und ihr seht, mein Pizzateig, er fängt dann mit 20, 30 Watt an. Weil klar, alles noch flüssige Pampe irgendwo und im Laufe der Zeit wird der Teig aber auch fester und der Stromverbrauch steigt. Und zum Thema Thermomix kann ich ganz klar dazu sagen, ich habe verschiedene Sachen im Thermomix ausprobiert, Suppe machen und alle möglichen Sachen, die irgendwie auch mal eine Stunde brauchen. Und das hat der Allpowers alles reibungslos mitgemacht, womit ich dazu sagen muss, für die Camper da draußen, so eine Powerstation
mit einem Thermomix zusammen, wo ihr ja fast alles drin machen könnt, sind eine echt coole Kombination. Und auch das Reinigungsprogramm seht ihr gerade, das heizt er dann mal auf, dann geht er bis 900 Watt. Und das ist im Grunde auch schon so der Stromverbrauch, den ihr mit dem Thermomix einplanen könnt. Und das Schöne an dem ganzen Gerät ist, dass das tatsächlich sehr energetisch in der Praxis unterwegs ist. Der Wasserkochertest, der darf natürlich auch nicht fehlen. Ich muss dazu sagen, mein alter Wasserkocher ist vor gar nicht so langer Zeit mal kaputt gegangen. Da musste ich mir einen neuen kaufen. Und diese neuen modernen Wasserkocher, und der hat mal, ich glaube, 25 Euro oder so gekostet, zieht tatsächlich nur noch 1800 Watt. So, mehr ziehen diese Wasserkocher gar nicht mehr. Aber ihr seht das, Wasserkocher hier läuft einwandfrei, gar kein Theater, keine Probleme. Ja, ohne große Schwierigkeiten darzustellen. Und ihr seht 60% Akku und jetzt, wo er fertig ist, ist er bei 22%. Und das ist ein Punkt, der mir aufgefallen ist, wenn ihr den Akku vorher nicht vollständig aufgeladen habt, dann ja, geht das wie jetzt beim Wasserkocher mal von 60 auf 22% runter. Wenn ihr von 100 oder 99% mit dem Wasserkocher startet, dann kostet euch eine Runde Wasserkocher so 15% Akkukapazität. Ja, sonst habe ich so geguckt, was die Küche noch so hergibt. Ich habe noch einen Reiskocher im Angebot, da seht ihr 460 Watt. So eine Induktionsherdplatte, so eine externe, die geht mit knapp 1000 Watt so über die Bühne. Also auch ganz entspannt, könnt ihr auch alles unterwegs mobil benutzen oder im Garten oder auf dem Campingplatz, wo auch immer. Rasenmähen, ich wollte es mal draußen ein bisschen testen. Mein Rasenmäher nimmt tatsächlich keine 900 Watt oder gerade mal 900 Watt. Kennt ihr diese Unkrautvernichter auf elektronischer Basis? Ich habe das Kabel etwas doof hier drin gelassen. Das sind 1700 Watt, die er rund zieht. Und dann wollte ich den Endgegner suchen. Das ist meine Kreissäge. Ich habe den Ton hier mal ein bisschen runtergenommen, dass es für euch für die Ohren nicht so weh tut. Und ihr seht auch hier, die läuft mit unter 2000 Watt einfach sauber durch. Und hier seht ihr jetzt dann doch den Endgegner der Allpowers Power Station. Das ist die Tefal-Fritteuse mit Filterfunktion nach dem Benutzen. Man macht sie an, dann geht der Strom auf 1853 Watt hoch, schießt kurz auf 2120 und sagt Overload. Das war's an dieser Stelle. Kommen wir zum Fazit der Allpowers S2000. Was fällt auf, was bleibt hängen? Als allererstes bleibt mal hängen, dass das Modell S2000 heißt und ich die Hälfte der Testzeit geglaubt habe, das würde dafür stehen, dass da 2000 Wattstunden Kapazität hinterstecken. Stecken sie allerdings gar nicht, denn es sind 1500 Wattstunden, die dahinter stecken. Und nach den ganzen Wandlungsverlusten konnte ich in der Praxis so 900 bis 1000 in dem Dreh so da rausziehen. 980 Wattstunden war so das meiste, was ich herausziehen konnte. Jetzt ist das für diese Akkusysteme mit 30% kein schöner Wert, aber auch kein ungewöhnlicher Wert. Sagen wir es mal so. Das ist durchaus an Wandlungsverlusten einzuplanen. Es ist einfach so. Wenn ihr hier Geräte mit geringer Last anschließt, wie ich das gerne gemacht habe in meiner Testzeit, so 4 Softboxen für Licht und per USB-C noch die Kamera damit zu versorgen, eine meiner Lieblingsaufbauten übrigens an dieser Stelle auch mal erwähnt, dann ja, zieht das nur so ein paar Watt da raus. Das sind dann so 100, 200 Watt, die ihr da irgendwo braucht. Und da ist so ein Wechselrichter, der in so einem Gerät ja immer verbaut ist, halt nicht wirklich effektiv unterwegs. Und die Wandlungsverluste selber, sie sind einfach da. Also sprich, ihr könnt mal davon ausgehen, dass ihr hier um 1500 Wattstunden reinzubekommen, naja, ich tippe mal da drauf, so 1800 Wattstunden locker, wenn ich sogar 2000 Wattstunden da reingeben müsst. Und dann kriegt ihr auch nur 1000 wieder raus. Und das ist gefühlt die Hälfte von dem, was ihr reingegeben habt. Das ist einfach, ja, den Systemen geschuldet. Das ist die Technik, das ist aber auch im Markt halt nicht anders zu, ja, ist nicht anders verfügbar aktuell. Weiter böse gesagt ist die Technik an dieser Stelle noch nicht. Und wie gesagt, das trifft auf alle Powerstations und auch Akkusysteme da draußen zu, was das, ja, ist einfach so. Und hier sei immer dazu gesagt, deswegen habe ich mir für meinen Test auch so unfassbar viel Zeit gelassen, denn ich habe das Ding auch nicht mit der Steckdose geladen. Ich habe mal geguckt, ob es funktioniert. Ja, es funktioniert. Aber ich habe das Ding immer mit Solar geladen, entweder mit den beiden Modulen, die dabei waren. Das waren jetzt so, ich sag mal, 10-15% meiner Testzeit. Und die anderen, ja, 85-90% habe ich das über meinen Müllton, habe ich mein
ein altes Solarmodul als Wetterschutz angebracht. Das ist ein 320 Watt Modul und da hänge ich immer die Powerstation da dran. Da ist sie regengeschützt, da kann sie über den Tag locker stehen und den Strom einsammeln, der am Tag da runterkommt. Und das mögen dann mal so 11 Watt, 30 Watt und in der Spitze auch mal 270 Watt sein, die dann eben da rauskommen und hier reingegangen sind. Das funktioniert schon vernünftig, also quasi Überschussstrom oder es ist halt ein Dach. An der Stelle ein Dach mit Zusatzfunktion. So könnte man das am saubersten formulieren. Neben den Wandlungsverlusten, die technisch bedingt nun mal alle Powerstations da draußen treffen oder auch Akkusysteme am Markt, das ist einfach so, bleibt noch festzuhalten, dass diese Powerstations alle eine blöde Gemeinsamkeit haben, die mich persönlich ein bisschen stört. Ab 100 Watt Leistung schaltet sich immer der Lüfter dazu. Und die Lüfter sind hier da drin auch immer nicht die leisesten. Und ich habe jetzt, sie sind jetzt nicht immer kreischend laut, aber wie gesagt, wenn ich persönlich vorm Fernseher sitze und habe dann die Powerstation da dran. Mein Fernseher bleibt jetzt unterhalb dieser 100 Watt zugegebenermaßen, aber ich habe es auch schon mal erlebt, dass ich da mal einen Ölradiator dran angeschlossen habe, um mal so eine Stunde noch das Wohnzimmer aufzuheizen, dass es in der Übergangszeit, wir sind ja gerade mittendrin, dass es nicht so kalt ist, dass man noch mal eine Stunde schön reinheizt und das mit halt Überschussstrom, den die Powerstation am Tag gesammelt hat. Dafür ist das halt schon mal ganz cool. Aber das Lüfterrauschen, während man Fernsehen guckt, das geht mir, ich finde es zu laut, muss ich dazu sagen. Wobei ich auf der anderen Seite sagen muss, wenn ich da mit Rasenmähe die Kreissäge anwerfe, das Unkraut wegbrutzel oder eben den Reiskocher anwerfe, den Thermomix, wenn ich das für diese starken Verbraucher nehme, dann macht das verdammt viel Spaß, das mit so einer Powerstation abdecken zu können. Denn man muss ja der Powerstation lassen, dass sie diese Großverbraucher oder Starkverbraucher mit 2000 Watt, die kann sie problemlos abbilden. Das schafft beispielsweise meine Balkonspeicherlösung, der MaxiCharge, der schafft das ja aktuell so nicht. Zumindest nicht ohne weiteres, sagen wir es mal so an dieser Stelle. Was in dem Zuge auch auffällt, ist, dass ihr klar problemlos hier 2000 Watt anschließen könnt, allerdings auch ja, diese 4000 Watt, die im Marketingpapier stehen, ich meine, das mag der Anlaufstrom sein, den die Powerstation vielleicht für, keine Ahnung was, eine Zehntelsekunde darstellen kann, aber da das Display immer so herrlich verzögert anzeigt oder ein paar Sekunden später anzeigt, habt ihr diese Anlaufströme ja nie, die erfasst werden. Gerade bei meiner Tischkreissäge draußen habe ich ja gedacht, damit kriege ich die Powerstation ausgenockt und klar, wenn die einmal läuft, dann war es gar nicht mehr so viel Strom, was da durchgegangen ist. Aber der Anlaufstrom von dem Ding, der dürfte schon echt happig sein und den hat die Powerstation halt geschafft. Endgegner war die Tefal-Fritteuse, die, was auch immer sie verschaltet hat, einfach mit der Powerstation nicht funktionieren will. Da kommen wir recht schnell zum Overload und es ist auch das einzige Gerät in meinem Testparcours. Ja, und ich habe hier jetzt alles reingesteckt. Ich habe jetzt fürs Video nur so ein paar ausgewählt, weil es macht keinen Sinn, hier Verbraucher reinzustecken, die 50 Watt brauchen. Das Schöne bei den 50 Watt ist, ihr habt hier 4 Steckdosen. Und wenn ich hier 4 Softboxen dran anschließe, die immer nur so 50 Watt pro Ding dann ziehen, ja, dann ist das halt eine total bequeme Sache, weil ich da einfach auch mal 4 vollwertige Steckdosen reinstecken kann. Alles, was eine Steckdose braucht, ist ja nicht gleich ein starker Verbraucher. Und da ist einfach die Flexibilität verdammt gut hinter. Wo wir wiederum zu etwas Negativen kommen, ich habe gerade das Display angesprochen mit seiner Verzögerung. Was mich bei der Powerstation echt ein bisschen, ja, ich will nicht sagen enttäuscht hat. Was ich schade finde, ist, dass die Akkuanzeige nicht so die genaueste ist. Also ich sag mal, wie im Laufe des Tests angesprochen, Wasserkocher von 100% gestartet, kommt er hier mit 85% raus. Startet ihr einen Wasserkocher bei 60% Ladeleistung, wo er nicht vorher bei 100 war, dann kommt er da auf einmal mit 40% Entladeleistung raus. Braucht der Wasserkocher jetzt 15% oder braucht der Wasserkocher 40%? Macht ja schon einen kleinen Unterschied. Und das ist ein Punkt, womit mir die Planbarkeit doch ein bisschen verloren geht und ich es schöner fände, wenn man neben der prozentualen Leistung oder anstelle der prozentualen Leistung einfach die Wattstunden angibt, die drin sind. Ich sehe das bei meinem MaxiCharge, meinem Balkonspeichersystem. Der zeigt das im Prozent und in Wattstunden an. Und anhand der Wattstunden kann ich 1A rauslesen, wie weit ich mit dem Strom komme. Und das ist für mich viel, viel planbarer. Ich meine, ich bin der Mensch, guckt auf meinem Kanal, ich habe als Firmenwagen einen Skoda Enyaq gehabt, ein E-Auto. Da habe ich auch die ersten 2 Tage auf die Prozentanzeige geguckt und relativ schnell gemerkt, dass das nicht zielführend ist. Und dann habe ich halt die
Prozent zahlen. Das hat immerhin gut gepasst, in Kilowatt umgerechnet und damit halt meine Reichweiten oder Entfernung oder bei der Powerstation, wie viel Strom habe ich zur Verfügung. Das rechne ich in der Regel lieber in den Kilowattstunden aus oder den Wattstunden, die überbleiben, und dann habe ich einen Wert, mit dem ich planen und arbeiten kann. Diesen Wert kriege ich hier allerdings nicht raus, was ich halt sehr schade finde, weil dafür ist die Prozentanzeige etwas zu ungenau. Ein weiterer Punkt, den ich jetzt im Test gar nicht weiter verfolgt habe, ist die App. Die App zur Powerstation, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wofür sie so eine echte Daseinsberechtigung hat. Erstmal muss ich die jedes Mal wie jetzt wieder mit dem Gerät verbinden, wenn das Gerät dazwischen einmal aus war, also jeden Tag oder bei jeder Benutzung. Die App hat immer den Kontakt zum Handy verloren und in der App zeigt ihr euch auch nur, was im Akku gerade los ist. Ist für mich ehrlich gesagt, ja, nice to have, wer es braucht, aber einen echten Nutzen habe ich an der App nicht erkannt. Wobei ich auch dazu sagen muss, das meine ich jetzt nicht positiv oder negativ. Ich sage halt nur, mir hat die Powerstation gereicht und ob ich das jetzt in der App nochmal sehen kann. Die App hat mich auch nicht vorgewarnt, wenn der leer gegangen ist. Weil, wenn der Strom runtergeht, bei 5%, das kann man ja auch durchaus mal wissen, geht der AC-Anschluss, also die Steckdosen, gehen dann aus, um die Tiefenentladung für den Akku zu verhindern, damit er da keinen Schaden nimmt. Nicht, dass dann ein Starkverbraucher mit 2000 Watt den Akku auf Null drückt und dann doch ein Watt zu viel nimmt. Weil das ist ja nun mal immer der Punkt, wo auch immer dieses, was schiebe ich rein an Strom, was kriege ich raus an Strom. Natürlich haben die Hersteller in der Regel immer mindestens 10% der Kapazität. Hier sind das 1500 Wattstunden. Das heißt, wenn der Akku auf Null angekommen ist, dann könnt ihr davon ausgehen, dass dann noch 150 Wattstunden im Akku schlummern, die ihr allerdings nicht bekommt. Das ist Selbstschutz des Akkus und das ist auch sinnvoll, dass das da ist. Hier nicht falsch verstehen. Zur technischen Konstruktion, ich habe sie jetzt nicht auseinandergebaut, ich bin nicht der Elektriker. Wenn ich anfange, das Ding auseinanderzubauen, dann seht ihr wahrscheinlich ein Video irgendwann auf meinem Kanal von YouTube mit Millionen von Aufrufen, wie sich jemand beim Öffnen einer Powerstation selbst umbringt. Und so sehr dieser Erfolg auch cool dahinter wäre, damit so ein Mega-Video auf die Welt zu setzen, ich möchte dafür nicht sterben. Also muss ich auf dieses Video in diesem Moment wohl oder übel verzichten, habe es mir allerdings nicht nehmen lassen, bei dem einen oder anderen mal drauf zu gucken, der doch elektrisch etwas versierter ist und die Dinger auseinanderbaut. Und in dem Zuge kann ich euch sagen, die Powerstation ist ja so ein zusammengesetztes Teil aus guter Regalware, um es mal so zu formulieren. Also sprich, das Lüfterdesign da drin, das ist nicht perfekt, das ist jetzt nicht so die super elegante Konstruktion. Das sind hier einfach bewährte Teile, die zusammengebaut wurden in eine Powerstation und das Ding ist einfach solide, kann man da nicht anders sagen. Aber auch kein konstruktionstechnisches Highlight, muss man auch ehrlicherweise dazu sagen. Aber von außen sehen die mehr oder weniger alle so gleich aus. Wen interessiert es, ob das da drin jetzt eine architektonische Meisterleistung ist oder plump zusammengeschraubt wurde. Ist halt, solange es funktioniert, funktioniert es halt. Ne? Ist so meine Meinung dann dazu. Persönliches Highlight für mich sind die mobilen Solarmodule. Ich muss dazu sagen, die Preis-Leistung, sie stimmt für mich einfach nicht bei diesen mobilen Modulen. Wobei der ganze Markt halt echt ganz schön teuer ist mit den Dingern und da bekommt er hier schon noch eine solide Auswahl an an Solarmodulen, die ihr nehmen könnt. Der Aufbau ist einfach, die Dinger haben mich in der Praxis, wie gesagt, positiv überrascht und ihr seid echt flexibel damit, die überall irgendwie anzubringen. Ich habe das auch mal irgendwo übers Türchen, irgendwo über so eine Holzwand gehängt, um einfach mal im Garten etwas höher den Strom abzugreifen. Das hat super funktioniert. Also ihr könnt damit echt relativ kreativ und flexibel immer noch ein bisschen Strom ernten, wenn die Sonne nicht mehr ganz da ist, wo man sie sich wünscht, sagen wir mal so. Also, an dieser Stelle für den Menschen, der das Ding irgendwie zu Hause benutzen möchte, mit, keine Ahnung, dynamischen Stromtarif, da finde ich die Wandlungsverluste einfach echt so happig, dass ich fast behaupten würde, das ist auch eher eine Liebelei als ein echter Wirtschaftsfaktor, den ihr da umsetzen könnt. Und für zu Hause ist das Ding halt ganz cool, um klar überall eine Steckdose zu haben, wo man sonst keine hat. Dafür fand ich das Ding schon verdammt gut jetzt. Ist allerdings die Frage, ob es Sinn macht für diese kleinen Momente im Alltag, wo man zur Not ja immer noch ein Verlängerungskabel irgendwo hinbasteln kann. Ja, da nimmt man diese 15 Kilo einfach mal hoch.
stellt sie dahin, wo man sie braucht und hat seinen Strom da, wo man ihn haben möchte. Und das Schöne ist, dieser Strom kommt nicht aus der Dose. Dieser Strom, der kann ja eben ja, mit Solarmodulen geerntet werden. Und ihr könnt hier auch ein vollwertiges Solarmodul dranhängen. Und das ist schon mal eine verdammt coole Lösung, weil ihr da vollwertig mit laden könnt. Und mit einem echten Solarmodul, wie bei mir, auch nur die 320 Watt, damit ladet er das Ding hier relativ schnell voll. Also 5 Stunden Sonne ist das Ding voll. Und das nur mit einem Modul, was nicht mal so den Peak der Leistung da draußen darstellt. Für wen ist so ein Ding also wirklich jetzt spannend? Ich sag mal, für einen Privathaushalt ist es irgendwo eine Spielerei. Natürlich ist das cool, wenn ich damit die Starkverbraucher ein bisschen reduzieren kann und kann damit halt, keine Ahnung, so Elektrogrill oder Thermomix mal von der Steckdose fernhalten. Dann brauche ich hier, habe ich mehr im Balkonspeicher drin behalten. Gerade wenn mal schlechtes Wetter kommt, kann man damit toll mal sowas überbrücken, was das betrifft. Ich muss aber dazu sagen, ja, für die Spielerei zu Hause halte ich die Wirtschaftlichkeit, die Rentabilität ehrlich gesagt für grenzwertig. Es ist ein Spielzeug. In dem Moment muss man einfach mal so sagen. Spielzeug für Männer muss es ja auch geben. Macht Spaß. Für wen es allerdings echt relevant wird, ist für den Camper da draußen. Da, finde ich, hat das Ding echt eine Daseinsberechtigung. Denn wenn ihr sagt, ich habe einen Wohnwagen und wir fahren halt immer nur rum und wir können das Modul nicht hinstellen, weil wir sind den Tag unterwegs, ladet das mit einem Zigarettenanzünder. Wenn ihr es mit einem Zigarettenanzünder ladet, ich habe es hier im ganz normalen Auto ohne irgendwas Besonderes im Kofferraum mit dem Zigarettenanzünder laden können, mit der kleinen Steckdose und habe hier mit 80 Watt geladen. Und das hat schon verdammt gut funktioniert und damit kommt ihr auch mit dem Strom ganz gut rüber. Und wenn ihr jetzt sagt, ihr seid generell irgendwo unterwegs, fernab jeder Zivilisation, stellt euch mal vor, ihr seid irgendwo an so einem völlig verlassenen See, es ist kein Strom, nichts ist in der Nähe und ihr packt das Ding da draußen aus, macht euer Essen mit dem Thermomix oder schließt euren Pizzaofen da dran an und macht erstmal schön eine Pizza auf der Wiese. Ja, das ist verdammt geil und das ist so ein Lifestyle, so ein Lebensgefühl, was ihr nur mit so einem Ding bekommen könnt. Weil ganz ehrlich, wer schleppt denn in einem Campingwagen so einen Stromgenerator mit Benzin oder Diesel durch die Gegend, suppt mit dem ganzen Treibstoff dann da rum, was ja auch super stinkt, wenn man das irgendwie auch nur grob in der Nähe hat, das macht doch keinen Spaß. Und da ist so ein Teil halt verdammt geil. Und wenn ihr länger irgendwo seid, dann stellt ihr eure Module raus oder legt die aufs Dach, wenn ihr einen Camper beispielsweise habt, ja, dann legt sie einfach aufs Dach. Da klaut sie euch so schnell keiner weg und ihr ladet damit eure Powerstation über den Tag halt auf. Ist doch eine ganz feine Sache. Und somit muss ich dazu sagen, das Experiment Powerstation, ich persönlich finde cool, dass ich diese jetzt habe und werde für diese auch tolle Einsatzgebiete haben. Muss allerdings dazu sagen, wenn ihr nicht die Mobilität habt, dann sehe ich den Mehrwert dieser Geräte halt mit Blick auf die Preise, die die Dinger kosten, doch als grenzwertig. Wenn ihr allerdings ein Camper seid, der auf Mobilität angewiesen ist und dem das wichtig ist, dann würde ich fast sagen, jeder muss so ein Ding haben. In welcher Größe, in welcher Farbe, in welcher Form, mit welcher Leistung, das muss jeder mit seinem Benutzerprofil abgleichen. Der Vorteil von diesem Produkt jetzt hier, der AllPowers S2000, wie ich jetzt sehe, ist in meinen Augen, dass ihr, ja, dieses Gerät ist eine vollwertige Haushaltssteckdose. Alles, was ihr zu Hause in die Steckdose stecken könnt, könnt ihr hier dran auch betreiben. Mit Ausnahme der Tefal-Fritteuse, was auch immer. Diese Fritteuse elektrisch macht auf der Seite, dass die Powerstation in den Overload treibt. Das war das einzige Gerät, was ich hier nicht dran betreiben konnte. Wenn ihr nicht verpassen wollt, wie es auf meinem Kanal weitergeht, Abo und Glocke sind das Mittel eurer Wahl. Jetzt steht ja der Maxi-Charge wieder in den Startlöchern. Und dann geht es natürlich auch wieder mehr Richtung Heimkino weiter. Denn ich habe ja jetzt den Strom und die Heimkino-Nutzung, die ich hier wieder mehr forcieren kann. Denn ich muss dazu sagen, ich tue mich gerade auch ein bisschen schwer damit, das Heimkino zu betreiben, einen Film zu gucken, wenn ich den Strom nicht selber geerntet habe. Weil dieses Gefühl, mit eurem eigenen Strom ja was zu machen, das verändert einen. Ich sag euch das. Probiert das einfach mal aus. Das macht was mit euch. Und in dem Sinne, eine Powerstation ist ein guter Anfang für alle, die auch mobil unterwegs sind. Und ihr werdet in dem Thema weiter wachsen. Das kann ich euch versprechen.